So geht Team-Action. Ab sofort könnt ihr Nerf auch als Teamsport betreiben. Hier erfahrt ihr alles über die Regeln. Spielziel. Ziel des Spiels ist es, in einer Spielrunde mehr Bäche abzuschießen und einzusammeln als das gegnerische Team. Wer das schafft, erhält mehr Punkte und gewinnt die Runde. Das Team, das zuerst 4 Runden gewinnt, siegt. Vorbereitung. Ihr benötigt bis zu 4 Nerfblaster, 8 Nerfbecher einer Farbe pro Teamspieler, eine Stoppuhr und optional eine Trillerpfeife. Bildet 2 Teams. Jedes Team besteht aus maximal 4 Spielern. Einigt euch, mit welchen Nerfblastern gespielt wird und legt die Grenzen eures Spielfeldes fest. Jeder Spieler entscheidet nun, welche Becherfarbe er abschießen möchte. Legt einen Mindestabstand fest, aus dem auf die Becher geschossen werden darf. Zum Beispiel 1 Meter. Spielablauf. Team 1 lädt die Nerfblaster und Ersatzmagazine, während Team 2 die Becher innerhalb einer Minute auf dem Spielfeld verteilt. Es werden 8 gleichfarbige Becher pro Spieler verteilt. Round 1. Team 1 hat nun eine Minute Zeit, so viele Becher wie möglich abzuschießen und einzusammeln. Aber Spieler Rot darf nur die roten Becher abschießen, Spieler Blau nur die blauen Becher und so weiter. Abgeschossene Becher müssen von den Teamkameraden eingesammelt werden, denn man darf nur die Becher seiner Teammitglieder, nicht aber seine eigene Becherfarbe einsammeln. Kommunikation ist also wichtig. Team 2 ist in dieser Zeit Schiedsrichter. Achtet darauf, dass die Spieler den verabredeten Abstand einhalten und dass die Spieler nur die Becher mit der richtigen Farbe ins Visier nehmen. Am besten folgt jeder Schiedsrichter einem Spieler. Abpfiff. Keiner darf mehr Becher abschießen oder einsammeln. Die eingesammelten Becher werden gezählt. Team 1 erhält einen Punkt pro abgeschossenem und richtig eingesammelten Becher. Falls ein Spieler seine eigene Becherfarbe eingesammelt haben sollte, gibt es 2 Punkte Abzug pro Becher. Jetzt baut Team 1 die Becher auf und Team 2 versucht zu punkten. Das Team, welches am Ende der Runde die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt diese Runde. Das Team, welches zuerst 4 Runden für sich entscheiden kann, gewinnt. Und das Wichtigste, habt Spaß, denn das ist Nerf. Und so geht Team Action.